Hallöchen, ich möchte ein Aquarium bauen, besser gesagt muss ich ein Aquarium bauen aus Acrylglas. Und wie ich das mache, wie ich da vorgehen will, das erfährst du alles in diesem Video. Und ich hoffe natürlich, dass du mich auch unterstützen kannst mit deinen Erfahrungswerten, damit der Bau nicht in die Hose geht. Bis gleich. Ja, ich muss sagen, es ist ganz schön frisch hier geworden in der Halle. Ja, es liegt daran, dass ich keine Heizung habe und der Winter steht vor der Tür. Deswegen muss ich mir irgendwas überlegen. Falls du neu bist auf dem Kanal, dann erstmal vielen, vielen Dank für dein Abo oder dass du jetzt dieses Video angeklickt hast. Ich bin gerade dabei, mir eine neue Werkstatt aufzubauen. Wenn du mich dabei begleiten willst, dann unbedingt abonnieren. Heute geht es aber um das Thema Aquariumbau. Ich muss zugeben, dass ich oder mir schwebt das schon seit wirklich Jahren vor, ein Aquarium selber zu bauen. Und da habe ich mich so ein bisschen recherchiert oder mal ein bisschen eingelesen und es ist gar nicht so einfach. Also mit Glas wüsste ich, wie ich das machen würde, mit Silikon, aber mit Acrylglas nicht so. Ich habe ein bisschen gegoogelt und es gibt auch nicht wirklich viele Videos und wenn, dann sind die wirklich ganz, ganz lang. Und ich hoffe, dass jetzt der ein oder andere Zuschauer mit dabei ist, der mir so ein bisschen helfen kann oder der das genauso sieht oder genauso machen würde. Also vorweg, erstmal ein ganz, ganz, ganz großes Lob an Plattenzuschnitt 24. Die haben mir nämlich diese Platten hier zur Verfügung gestellt. Ein passender Rabattcode findest du auch unten in der Videobeschreibung, falls du da was bestellen möchtest. Die haben unter anderem auch den passenden Kleber. Da kommen wir gleich nochmal drauf. Acrylglas in unterschiedlichen Stärken. Und Zylinder, natürlich haben sie auch unterschiedliches Acrylglas aus unterschiedlichen Farben. Alle Plattenwerkstoffe, ob es Multiplexplatte ist, in Birke oder in, was gibt es noch, Birke und irgendwas Helles hier, Ahorn oder so. Ob du beispielsweise Siebdruckplatten suchst oder hier solche Spanplatten in unterschiedlichen Dekoren, die kriegst du auch alle dort. Du kannst dir dort auch Acrylglas lasern lassen. Wie jetzt hier. Das sieht richtig, richtig cool aus. Aber du kannst dir natürlich auch das Ganze zuschneiden lassen und die Kanten polieren. Das habe ich jetzt gemacht für das Projekt Aquarium bauen. So, und ich habe mir Folgendes überlegt. Oder warum, weshalb muss ich jetzt ein Aquarium bauen? Ganz, ganz einfach. Ich habe so drei kleine Goldfische gekauft. Und die kleinen Goldfische hatte ich anfangs in einem Aquarium gehabt. Dann habe ich sie nach draußen gesetzt in so eine Art Weinfass. So, das Weinfass, auf einmal explodieren die Pflanzen mit dem Wachstum, ist ja ganz klar, ne? Der biologische Kreislauf ist jetzt geschlossen, da sind Fische drin, die kacken, die Pflanzen ziehen sich ihre Nährstoffe raus und wachsen. So, nicht nur die Pflanzen wachsen, sondern auch die Goldfische. Und ich war eigentlich der Meinung, ich hatte schon ein, zwei Aquarium gehabt in meiner Vergangenheit, dass sich gewisse Arten anpassen an ihren Volumen. Ist aber nicht so, die Goldfische wachsen weiter. Und jetzt ist es halt so, dass dieses Kübelchen, darüber gibt es auch ein Video, verlinke ich dir mal hier oben im Eck, wenn es jetzt friert, dann wird das wahrscheinlich zufrieren. Und jetzt muss ich ein Aquarium bauen. Ich habe mir überlegt, okay, wo stellst du es hin? Ich stelle es jetzt hier in die Werkstatt rein und ich werde ein Tischaquarium bauen. Und das wollte ich schon seit Jahrzehnten schon. Also ich weiß noch, bevor ich mit YouTube angefangen habe, also knapp vor 10 Jahren, wollte ich ein Tischaquarium bauen. Und jetzt werde ich es bauen. Erstmal ein bisschen kleiner, so dass die Fische überwintern können. Und vielleicht ist es ja etwas größer und exklusiver. Und vielleicht kannst du mir auch helfen. Die Fische, die schwimmen ja jetzt ein bisschen langsamer. Das heißt, die passen sich der Temperatur an. Das heißt, ihr Puls wird runter geregelt. Herzschlag auch bis, ich weiß nicht was, paar Schläge in der Minute, damit sie halt den Winter überstehen können, damit sie halt wenig Sauerstoff verbrauchen. Wisst ihr wahrscheinlich alle schon, wenn ihr jetzt ein Aquarium bauen wollt, wollt ihr wahrscheinlich auch Fische haben. Jetzt eine Frage an euch, kann ich sie vorsichtig aus dem Becken, aus dem Mini-Teich da rausholen? Muss ich das Wasser ganz, ganz leicht erwärmen? Also ich rede jetzt hier von 2-3 Grad. Wie hole ich die Fische da raus? Erste Frage an euch. So, jetzt habe ich mir hier Acrylglas gekauft. 10 mm stark. Und ich habe alle Kanten polieren lassen. Ich muss sagen, ich bin wirklich sehr, sehr zufrieden. Ich zeige euch das Ganze mal. Also hier ist die Kante. Und es ist echt krass, ne? Du kannst da hindurch schauen. Es kommt natürlich jetzt bei der Kamera nicht so wirklich gut rüber. Aber das ist echt Plattenzuschnitt 24. Ich sage es immer wieder.
Das sind, ja, ich arbeite jetzt mittlerweile schon 4 Jahre mit denen zusammen und ich kann es nur weiterempfehlen. Jede Platte war wirklich sehr, sehr gut verpackt. Ich habe bis jetzt noch keine einzige Platte gehabt, ob es jetzt Multiplex ist oder Acryglas, dass eine Ecke beschädigt war. Also richtig gut. Ich habe mir jetzt Folgendes überlegt. Ich baue das mal kurz im Trockenen zusammen. So, wahrscheinlich sind auch die Platten, jeder wird wahrscheinlich von euch jetzt sagen, oh Gott, du hast voll übertrieben. Die Platten sind viel zu dick. Wenn ich jetzt mal ab und zu mal in den Zoo reingehe, da gibt es ja auch solche Becken, die sind auch aus Acrylglas selber gebaut. Und ich glaube, damit hätte ich locker so ein Meterbecken bauen können. 1,50 Meter mal, ich weiß nicht was. Also das ist ein bisschen überdimensioniert. Aber ich sag mir so, lieber zu viel als zu wenig, ne? Weil nachher geht es kaputt oder bricht. Es soll ja auch ein Tisch sein. Ich will ja auch was drum auf ablegen, oben drauf ablegen. So, ich zeige euch mal ganz kurz, wie ich mir das so gedacht habe. So würde ich es auch in der Tat zusammenbauen und kleben. Das heißt, ich würde erstmal eine Seite hinstellen. Man kann jetzt auch schön sehen, dass wirklich beim Polieren der Kanten, dass es in einem 90-Grad-Winkel geschieht, weil die Ecken, das passt alles. Also das ist wirklich Meisterarbeit. So, das heißt, ich würde beim Klebvorgang jetzt das hier hinstellen, verkleben, dann die linke Seite, dann die rechte Seite. Ich würde es vielleicht noch mal ein bisschen mit Tesafilm fixieren, je nachdem, oder mit Power Panzerband. Und dann würde ich die letzte Platte ansetzen. Und jetzt fehlt natürlich noch mal das Wichtigste. Ich habe mir noch mal die Platte in etwas größer anfertigen lassen, so dass wir links und rechts einen Überstand haben von 2 cm. So schaut das Ganze jetzt aus. Die Tischplatte, übrigens, das ist spezielles irgendwie Acrylglas, was jetzt ein bisschen kratzhemmender ist. Und ich werde das so bauen, dass natürlich nochmal ungefähr so 1 cm Luft ringsherum ist, aber das werden wir dann alles in den Video sehen. Wenn es online ist, werde ich dir auf jeden Fall hier verlinken oder unten in der Videobeschreibung. Genau. So, das ist das eine. Ein Tisch, ein Unterbau kommt auch noch hin. Das heißt, wir haben nachher eine Gesamthöhe von 45 cm. Dieses Teil hier hat eine Höhe von 32,5. Und ich hatte, glaube ich, jetzt mir Multiplex besorgt, 18 mm. Und das hat eine Höhe von 20 oder 18, ich weiß es nicht so genau. So, soweit alles kein Problem. Stellen wir mal die große Platte weg. Mein Problem ist jetzt, wenn wir, ich nehme jetzt mal hier 2 Teile weg. Also ich habe euch ja jetzt gezeigt, wie ich das zusammenbauen möchte. Erste Sache ist, ja, mein größtes Problem ist, wie klebe ich das jetzt zusammen? Ich habe jetzt ein paar Videos gesehen, da bauen sie sich irgendwie Vorrichtungen, legen hier ein Blatt hin, legen es drauf, damit du ungefähr 0,05 mm Luft hast. Ja. Ich wette mit euch, wenn ich das jetzt hier machen würde, kriege ich es nicht hin, weil die irgendwie den Kleber an der Seite reindrücken oder hier und dann zieht er sich durch die Kapillarwirkung selber in diese Scheibe und da verbindet dann die Platten miteinander. Davon möchte ich die Finger weglassen, weil ich weiß, es wird eine riesengroße Sauerei. Jetzt habe ich hier so einen speziellen Kleber bekommen. Und dieser ist so, der kann auch so arbeiten mit der Kapillarwirkung. Den würde man jetzt hier so raufziehen oder langziehen am Eckpunkt. Ich zeige euch das immer so. Und dann würde der auch seinen Weg suchen. Das heißt, man könnte jetzt hier so zack entlangziehen und fertig ist die Sache. Ja, die haben es aber so gemacht in den Videos, dass sie es so gemacht haben und dann hier lang gezogen haben. Sieht natürlich mega scheiße aus. Ich will halt, dass es bündig ist. Dann gibt es Videos, wo sie gezeigt haben, dass man das Ganze auf der Kante aufsetzen kann und dann verkleben kann. Jetzt habe ich damit noch nicht gearbeitet. Ich werde euch mal die Materialien unten in der Videobeschreibung verlinken. Und keine Angst, dass das hier Polierpaste oder so. So. Der Hersteller sagt auch, du kannst damit Aquarien verkleben, kleinere Aquarien. Jetzt habe ich mir überlegt, mein Plan ist halt, dass ich das Ganze einfach auftrage auf der Stirnkante, draufsetze,
trocknen lasse. Der Kleber härtet mit UV-Licht aus. Das heißt, jetzt hier in der Halle kommt natürlich wenig UV-Licht rein. Das heißt, es wird schon ein paar Stunden dauern, bis das Ganze getrocknet ist. Oder ich besorge mir eine UV-Lampe. Dann habe ich mir jetzt online bestellt spezielles Aquaristik-Silikon. Und ich habe mir jetzt so gedacht, dass ich das miteinander stumpf verklebe und dann die 90-Grad-Fuge, also hier drinne jetzt, die werde ich dann nochmal verfugen. Wie so ein Badezimmer, wie so ein Sanitär, gibt es auch unzählige Videos von mir. Und das garantiert die Dichtigkeit. Das heißt, die Festigkeit mache ich hier mit diesem Kleber und die Dichtigkeit mit Aquariumsilikon. Ja, das ist jetzt die Frage, ist das richtig, wie ich das Ganze sehe? Das weiß ich nämlich nicht. Ich wäre natürlich mega dankbar, wenn der ein oder andere schon hier mit zuschaut und ein Aquarium gebaut hat oder sogar auf der Suche ist nach einem Video, wie ich jetzt auch, hat vielleicht schon ein bisschen mehr gefunden, hat vielleicht ein bisschen mehr Ahnung und kann mir ein bisschen Hilfe dazu geben. Da wäre ich nämlich sehr, sehr dankbar. Denn das wird nämlich ein mega, mega Projekt und die Zeit drängt. Also ich muss mich jetzt beeilen mit den Goldfischen, weil ich habe irgendwie Angst, wenn ich sie so spät raushole und wir haben jetzt hier ungefähr in der Halle 10 Grad, dass sie dann unter Stress sterben oder eingehen oder kaputt gehen. Und das möchte ich natürlich nicht. Ne? Wenn du mir helfen kannst, lass bitte einen Kommentar da. Ansonsten würde ich mich freuen, wenn du den Kanal abonnierst. Wie gesagt, alle Sachen, die ich jetzt hier eingeblendet habe und Infos, die ich gefunden habe zu diesem Thema, werde ich dir unten in der Videobeschreibung verlinken. Und ich hoffe, dass wir uns beim nächsten Video sehen und dass ich euch dann zeigen kann, wie ich das Ganze umsetze. Bis dann. Ciao.